zu dieser Predigt heute Morgen, den Text zu lesen aus dem Brief an die Kolosser, Kapitel 3, Vers 18 und 19. Und da steht geschrieben, ich lese aus der Luther-Übersetzung, ihr Frauen seid untertan euren Männern in dem Herrn, wie sich's gebührt. Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Amen. Das Thema, über das ich heute sprechen werde, heißt, so wird die Ehe schön. Grundsätzlich haben wir zu beachten, dass die Ehe ein Geschenk Gottes ist an uns Menschen. Die Ehe ist nicht eine Erfindung der Menschen, dass plötzlich jemand gedacht hätte, wenn noch schön so eine Ehe. Sondern Gott hat dies aus Schöpfungsordnung gesetzt. Und ich möchte das vorlesen aus 1. Mose 1, Vers 27. Hier steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Interessant, dass hier Gott gleich zu Beginn die Ehe eingesetzt hat. Und dass die Ehe eine von ihm gesetzte Ordnung ist, zeigt sich in 1. Mose 2, Vers 24. Hier steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Also Gott hat die Ehe eingesetzt. Jesus Christus hat diese Ordnung, die hier steht, aus 1. Mose 2, Vers 24, wiederholt und hat gesagt, das ist die Grundlage jeder Ehe, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt, sich an seine Frau bindet. Heute ist das auf dem Standesamt der Fall, dass man öffentlich sagt, und ich stehe zu dieser Frau, da gibt's nichts mehr zu husten, und sich an seine Frau binden, und dann werden sie ein Fleisch sein. Es ist eigentlich eine von Gott gesetzte Ordnung, die deshalb von Gott eingesetzt wurde. Und das steht in 1. Mose 2, 18 bis 25, damit der Mensch nicht allein sei. Gott hat ein Gegenüber gemacht für den Mann im Blick auf die Tatsache der Einsamkeit, damit wir Menschen nicht einsam sind. Interessant ist, dass Gott dem Menschen ein Gegenüber gemacht, eine Ergänzung gegeben hat. Eine Frau ergänzt einen Mann und ist etwas ganz Besonderes in einem Leben. Da kann ich davon etwas sagen. Ja. Eine Ergänzung und ein Geschenk, das Gott uns ins Leben hineingegeben hat. Und die Ehe ist eine unauflösbare, lebenslange Einheit zwischen einer Frau und einem Mann, nämlich an die man sich gebunden hat. Ich finde, bei einer Trauung sage ich das immer wieder, und das ist so ein ganz heiliger Moment, wenn ich ein Ehepaar frage, willst du dem anderen treu sein in guten und bösen Tagen bis zum Tod? So sag ja, mit Gottes Hilfe. Ich will immer mit Gottes Hilfe noch angeschlossen haben. Die Ehe ist eine Gemeinschaft, die nur noch den Tod auflösen kann. Es ist eine Gemeinschaft, die Gott so gesetzt hat. Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Gleichwertig, aber nicht gleichartig. Also, die Ehe ein Geschenk an uns Menschen. Wir entscheiden aber darüber, ob dieses Geschenk schön oder eher weniger schön ist. So wird die Ehe schön. Und das sage ich jetzt, wie sie schön wird. Und Christine kann mit, es ist schon schön, dass meine Frau da sitzt. Das ist ganz flott. Die Ehe wird dann schön, wenn wir uns bewusst sind, dass wir die Hilfe von Jesus brauchen. Mit seiner Hilfe gilt es, den Ehepartner mit Liebe zu begegnen. Und diese Liebe ist eine von Gott geschenkte Liebe. Es ist eine göttliche Liebe. Es ist die Agape. Wir sollen unsere Frauen mit der von Gott geschenkten Liebe lieben. Und diese Liebe wurde in unser Leben hineingeschenkt. Damals, als wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Damals, als wir Jesus unsere Sünden gebracht haben und ihn bewusst in unser Leben aufgenommen haben.
Damals ist diese Liebe in unsere Herzen hineingekommen. Und ich möchte ein bisschen etwas vorlesen über diese Liebe, damit uns das wieder klar wird, was die göttliche Liebe alles vermag. Da steht, die Liebe ist langmütig, steht in 1. Korinther 13, Abvers 4. Die Liebe ist gütig, das heißt, die Liebe denkt vom anderen her und nicht von mir her. Gütig heißt vom anderen her denken. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Ich muss manchmal einigen Ehepartnern sagen, wenigstens Anstand dürftet ihr noch haben miteinander. Wie ihr redet miteinander, welche Worte ihr braucht, wie ihr einander begegnet. Die Liebe ist nicht unanständig. Sie hat etwas mit Anstand zu tun. Ja, ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Und dann geht weiter, die Liebe erträgt alles. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Das heißt, die Liebe glaubt alles. Die Liebe geht davon aus, dass ich positiv über den anderen denke. Gott hat mich reich beschenkt mit dem anderen. Und dass ich nicht beginne, negativ zu denken und zu sagen, ja, vielleicht habe ich doch und so weiter irgendwie so. Nein, die Liebe glaubt alles. Ich habe ganz klar ein Ja zu der mir von Gott geschenkten Ehepartner, den Gott mir gegeben hat. Und jetzt, wie sieht diese Liebe im Alltag, wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Ganz praktisch sieht das so aus, dass wir dem anderen, den Gott in mein Leben hineingegeben und geschenkt hat, dass ich ihm mit Dankbarkeit begegne. Ich bin so dankbar, dass meine Frau Christine so gut kocht. Ich habe 3 Jahre selber gekocht und ja, ich habe überlebt. Ja, so muss man es zusammenfassend sagen. Aber Christine kocht so gut, ich muss jedes Mal nach dem Essen wieder danken. Und wenn man bedenkt, auch wie Christine putzt und all die Wohnung im Schwung hält und all diese Dinge. Dankbarkeit. Einige sagen dem anderen, solange ich nichts sage, ist alles in Ordnung. Also ich muss sagen, also nein, kann nicht wahr sein. Dankbarkeit, dass man ein offenes Auge hat für das, was der andere tut und ihm das immer wieder zeigt. Ich bin dankbar für all das, was du machst. Und weiter gibt es auch lobende und anerkennende Worte. Nicht, dass die Frau von mir steht und sagt, siehst du etwas? Also, dass man ein bisschen ein Auge hat für das, wenn sie vielleicht extra neue Kleider gekauft hat oder beim Coiffeur war und so weiter, dass man doch das sieht. Was auch zu Liebe gehört, ist, dass man Zeit hat füreinander. Ich weiß, ihr habt alle sehr viel zu tun. Zum Glück gibt es noch pensionierte Menschen. Aber ich meine, schon vorher sollte man doch unbedingt Zeit haben füreinander. Meine Frau und ich haben das so gelöst. Wir machen fast jeden Tag so einen kleineren Spaziergang. Also Rundali sagen wir dem, so einen Rundgang. Und dann haben wir Zeit zusammen. Zusammen zu reden, wisst ihr, uns zu öffnen. Damals, als wir verliebt haben, haben wir über tiefste Dinge miteinander geredet. Über ganz Dinge, die bis ins tiefste Herz hineingehen. Und es gibt Ehepaare, die haben schon längst nicht mehr über tiefe Dinge geredet. Die reden alles nur über oberflächliche Dinge. Was man kochen soll, was man anziehen soll, ja, solches Zeug. Aber wisst ihr, wir haben doch etwas, das tiefer liegt. Etwas, das ganz tief in uns ist. Und wie ist es schön, wenn man der Frau die Hand geben kann und dann über diese tiefsten Dinge reden kann. Dass ich mein Herz öffnen kann. Dass ich mal über das reden kann, was mein Herz wirklich bewegt. Ich muss sagen, einige sind in der Ehe furchtbar allein, weil sie nie über das reden können, was sie eigentlich bewegt. Ich habe schon erlebt, dass mir Frauen das Herz ausgeschüttet haben. Und nach einer Stunde habe ich gesagt, und jetzt haben sie das alles dem falschen Mann gesagt. Das müssen sie einem anderen Mann sagen, nicht mir. Was soll ich jetzt damit anfangen? Und dann hat sie weinend gesagt, er hat nie Zeit für mich. Dass wir aufeinander hören,
dass wir Zeiten haben, wo wir uns öffnen können, wo wir mal unserem Herz dem anderen zeigen können. Es ist ganz wichtig, dass der andere sich nicht einsam fühlt neben mir. Und dass er weiß, was mich bis ins Tiefste bewegt. Vielleicht könnten wir auch mal eine schöne Reise machen zusammen. Oder mal Ferien machen zusammen. Einfach, dass wir Zeit haben. Nicht wieder, dass man jeden Tag reist und weiß nicht, was alles macht. Mal Zeit haben füreinander. Einige haben so hektische Ferien, die müssen sich nachher wieder erholen. Also, ich meine nicht das. Ich meine, dass man mal Zeit hat füreinander. Und was mir auch wichtig erscheint, was zur Liebe gehört, ist, dass man hilfsbereit ist. Schnell der Frau hier etwas abnimmt und hier schnell etwas abnimmt, vielleicht das Geschirr schnell hinüberstellt und einfach so, ihr wisst ja wie, ich brauche das nicht zu beschreiben. Es wird auch noch gesagt, wenn Probleme im Haushalt sind, dass man als Mann doch helfen könnte. Da muss ich sagen, da bin ich jeweils überfordert. Das ist meine Frau praktischer als ich. Aber so weit, wie es geht, suche ich doch zu helfen. Aber jetzt kommt noch etwas. Ich habe bis jetzt vor allem über die Ebene gesprochen, auf der seelischen Ebene. Dankbarkeit, im Gespräch miteinander, anderen nahe kommen. Das ist der seelische Bereich. Und ich finde, dieser Bereich ist sehr wichtig in einer Ehe. Aber jetzt gibt es auch noch den körperlichen Bereich. Im körperlichen Bereich ist es wichtig, dass wir Zärtlichkeiten austauschen, dass wir einander streicheln, uns umarmen, verküssen. Das habt ihr ja auch gemacht, als ihr befreundet waren. Und ich finde das manchmal so traurig, dass in gewissen Ehen das wie immer mehr abflacht und man den Eindruck hat, das sei alles nicht so wichtig. Der körperliche Bereich ist ganz entscheidend wichtig. Dass wir Zeit haben, einander zu verküssen, Zeit haben, zu schmüserle, sagt man dem, ja. Und da kommt nachher bis in den sexuellen Bereich hinein, dass das Sexuelle ist dann eingebettet in diese ganze, in diesen ganzen Zärtlichkeitsaustausch. Den brauchen wir Menschen. Der körperliche Bereich ist nie etwas zu vernachlässigen, dass man sagt, der geistliche Bereich ist wichtig. Nein, ich muss sagen, der körperliche Bereich ist sehr wichtig. Der seelische Bereich ist wichtig, aber auch der geistliche Bereich ist wichtig. Wir sind auf all drei Ebenen, sollen wir einander zeigen, ich habe dich lieb. Ich mag dich, ich habe dich gern. Und wir wollen darauf achten, dass wir das Gespräch suchen miteinander, aber auch die Zärtlichkeit, die wir einander schuldig sind, nicht vernachlässigen. Noch etwas, wenn wir jetzt von dieser Liebe sprechen, ist die Frage, einige fühlen sich plötzlich überfordert in dieser ganzen Sache. Wo kommt denn der Impuls der Liebe her? Also beim Liebesrat ist es so, irgendwo muss doch der Impuls immer wieder von dieser Liebe ausgehen. Und das hat die Bibel wunderbar gelöst. In Epheser 5, 22 bis 33 lesen wir dreimal, ihr Männer liebet eure Frauen. Immer imperativisch. Befehlensform. Und es steht kein einziges Mal, ihr Frauen liebet eure Männer. Also das ist ja enorm. Und da wird ganz klar gezeigt, der Ausgangspunkt der Liebe liegt beim Mann. Ich habe gemerkt, dass Frauen ihre Männer umwerben können, ihnen Liebe geben können und es bleibt alles kalt. Der Mann ist der, der seine Frau lieben soll. Der sich in seine Frau investieren soll. Dreimal steht, ihr Männer liebet eure Frauen. Als Imperativ, als Befehlsform. Wir lieben unsere Frauen nicht aus irgendeinem Grund. Wir lieben sie, weil wir sie lieben. Wir haben uns entschieden, im Leben unsere Frauen zu lieben. Grundsätzlich. Gleich wie die Frau sich verhält. Also nicht ganz immer, aber grundsätzlich. Dass man sagt, ich liebe meine Frau mal ganz grundsätzlich. Und ich habe mich dafür entschieden, sie zu lieben. Und ich versuche jetzt jeden Tag Wege zu finden, um ihr zu zeigen, ich liebe dich. Und wir investieren uns in unsere Frauen, nehmen Anteil an ihrem Ergehen. Und wir haben einen Wunsch, dass sich die Frau neben mir wohlfühlt. Dass sie gerne bei mir ist. Dass sie sagen kann, ich bin gerne bei dir.
Ich habe den Eindruck, dass mich wirklich liebt. Dass ich, viele Frauen haben den Eindruck, ich bin irgendwie das fünfte Rad am Wagen. Nein, sondern ich bin eine geliebte Person. Und die Frau soll ihrem Mann mit Achtung und mit Respekt begegnen. Und ihm Wertschätzung entgegenbringen. Ein Mann hat gerne, wenn man ihm achtungsvolle Worte sagt. Respektvolle Worte sagt. Wenn man sagt, ich danke dir ganz herzlich, dass du immer wieder an die Arbeit gehst und den Lohn heimbringst. Und das ist so lieb von dir. Vielen Dank, dass du dich derart investierst. Und liebe Frauen, seid zurückhaltend mit Vorwürfen. Das haben Männer nicht gern. Und dann, wenn man mit Vorwürfen arbeitet, man hat manchmal den Eindruck, mit einem Vorwurf könnte man endlich dem Mann zeigen, wo es lang geht. Das ist wie bei einer Schnecke, der zieht sich noch mehr zurück. Und dann noch mehr und plötzlich verschwindet er ganz im Haus. Also versucht, wertschätzende Worte einem Mann zu geben. Ich weiß, manchmal ist das sehr schwierig, vor allem wenn der Mann schwierig ist. Aber einfach bitte versucht es gleichwohl. Einfach ein paar wertschätzende Worte. Und ich bin überzeugt, ihr könnt den Mann wieder gewinnen. Er hat euch wieder lieber. Einfach, wenn man spürt, das sind achtungsvolle Worte, das sind wertschätzende Worte da. Noch etwas. Mir scheint jedes Ehepaar sollte mal darüber reden, welches ist eigentlich das Ziel unserer Ehe. Das Ziel der Ehe ist nicht, dass man verheiratet ist, nur dass ihr das wisst, sondern ihr solltet mal wissen, was wollen wir denn eigentlich zusammen erreichen? Sicherlich ist einmal ein Ziel, dass man eine Familie gründen kann, dass Kinder da sind. Und dann kommt ein Ziel, was wollen wir mit diesen Kindern erreichen? Was ist eigentlich das Ziel der Erziehung? Das Ziel der Erziehung ist sicherlich, dass wir die Kinder zu Jesus führen. Dass sie später brauchbar werden für das Reich Gottes. Das ist das Ziel. Aber dann gibt es noch die Ziele, die wir als Ehepaar zusammen haben. Christine und ich haben oft über unsere Ziele gesprochen. Unser Ziel war, als wir noch jung waren, dass wir vor allem uns für die Kinder eingesetzt haben in Langenthal. Wir haben dann eine Kinderarbeit aufgebaut. Wir haben jede Woche in Langenthal 200 Kinder erreicht aus nichtgläubigen Elternhäusern. Und aus der Gemeinde selber haben wir etwa 110 Kinder gehabt. Wir haben also über 300 Kinder erreicht jede Woche mit dem Evangelium. Über 300 Kinder. Und das war das Anliegen von Christine. Und das war auch dann mein Anliegen. Ist bis heute mein Anliegen geblieben, aber es kam von Christine. Sie hat das in meine Ehe hineingetragen. Und dann haben wir gesagt, und gemeinsam wollen wir uns investieren in den Bau der Gemeinde Jesu. Ich habe gestaunt, wie Christine mich als Pastor unterstützt hat. Wie sie für mich gebetet hat. Noch heute, ich weiß, am Samstagabend, wenn ich meine Predigt vorbereite, um 8:30 ist Christine bei mir. Und so sagt Armin, jetzt bete ich für dich. Hey, das ist schön. Und dann betet sie für meinen Dienst. Das jetzt über Jahrzehnte hinweg. Ich muss sagen, 50% von alledem, was ich geleistet habe in meinem Leben, gehört der Dank Christine. Sie hat mich getragen, wir hatten gemeinsam ein Ziel. Ich staune, wir haben vor 10 Jahren ja gemeinsam begonnen in Aarau mit etwa 30 Personen. Heute sind normal im Gottesdienst 250 bis 300 Personen. Davon etwas über 50 Neubekehrte. Warum? Wir haben ein Ziel gemeinsam. Wir wollen etwas erreichen. In den Gebetsstunden sind wir 70 bis 80 Leute in der Gemeinde. Als ich kam, waren etwa 4 Personen da. Wir haben ein Ziel. Ich möchte mal fragen, was habt ihr für ein Ziel? Was wollt ihr erreichen mit eurer Ehe? Was habt ihr bis heute erreicht? Wenn man ein Ziel hat, kann man ein Ziel erreichen. Wenn man kein Ziel hat, kommt man nie an ein Ziel. Oder? Ist ja ganz klar. Wenn ich jetzt heute Morgen losgefahren wäre mit dem Auto und gedacht, ich habe kein Ziel, ich glaube, ich war immer noch am Fahren. Also, wir brauchen ein Ziel. Und ich möchte euch mal fragen, in der Ehe, welches Ziel habt ihr?
Noch etwas, eine Ehe, die ein Ziel hat, hat wenig Zeit zum Streiten. Die müssen nämlich ein Ziel verfolgen. Eine Ehe, die kein Ziel hat, hat sehr viel Zeit zum Streiten, denn die haben ja kein Ziel. Das fällt mir auf, wenn ich mit Ehen rede, frage ich, wenn sie so vor mir sitzen mit Problemen, frage ich dann ganz lieb, was habt ihr eigentlich für ein Ziel zusammen? Schauen sie mich ganz entgeistert an und gesagt, über das haben wir noch gar nie nachgedacht. Wir haben noch gar nie nachgedacht, was wir eigentlich für ein Ziel miteinander verfolgen. Was wir eigentlich erreichen wollen zusammen. Gott möge euch helfen, dass ihr ganz klar sagt, und wir haben ein bestimmtes Ziel, das wollen wir erreichen, und Gott wird euch segnen, dass ihr es erreichen werdet. Leider ist es nun aber so, dass selbst in besten Ehen man aneinander schuldig wird. Das kommt daher, weil wir so verschieden sind. Ich habe eine bestimmte Charaktereigenschaft, wer mich kennt, der wird das sofort ein bisschen merken, und habe auch eine bestimmte Erziehung hinter mir. Ich hatte sehr strenge Eltern, klar erführende Eltern, strenge Mutter und so. Und dann kommt noch anderes Zeugs dazu. Und Christine hat ihre Art, ihre Erziehung, so. Und dann haben wir geheiratet. Und dann haben wir gestaunt, wie verschieden wir sind. Und wir sind oft aneinander schuldig geworden. Wir wollten das gar nicht, aber wir waren einfach so verschieden. Und dann haben wir ganz laut zusammen geredet, zuerst mittellaut und dann ganz laut. Und dann einfach so Dinge gesagt, die waren sehr verletzend. Sehr verletzend. Wir haben uns wehgetan. Und das geschieht in jeder Ehe. Tröstet mich. Also in jeder Ehe geschieht das. Aber jetzt kommt wohl das Entscheidendste. Wenn wir gläubig sind, können wir aufeinander zugehen und sagen, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Das ist eigentlich ein Wunder, dass wir das können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja der andere schuld ist, oder? Dass man gleichwohl sagen kann, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Und ich meine, das ist wohl etwas vom Allerschwersten zu sagen, es tut mir leid. Noch etwas, ich habe etwas gelernt in meiner Ehe. Ich habe oft Christine gesagt, es tut mir leid, bitte vergib mir. Dann hat Christine gesagt, lass mir noch ein bisschen Zeit. Früher habe ich gedacht, das muss punktuell sein. Also man fragt, also es tut mir leid und dann sagt man, Gott, jawohl, ich vergebe dir. Ich habe einfach gemerkt, eine Frau braucht noch ein bisschen Zeit. Lasst der Frau die Zeit. Das kommt dann schon gut. Einfach, dass man einfach sagt, es tut mir leid. Und dann plötzlich kommt die Frau auf mich zu und sagt so, jetzt geht's, jawohl, ich vergebe. Ein Geschenk. Ich möchte noch etwas sagen über das Vergeben. Es ist ja manchmal so, der in der Ehe sollte sich entschuldigen, der begonnen hat. Das ist ganz klar. Das ist eine klare Regel. Wer beginnt, beginnt zuerst mit der Entschuldigung. Das ist klar. Nur weiß man manchmal nicht, wer begonnen hat. Das ist eben das Dumme. Hat niemand beobachtet. Niemand kann sagen, der hat jetzt begonnen. Das ist ja blöd. Also wenn man nicht weiß, wer begonnen hat, also sonst sollte der sagen, Entschuldigung, der beginnt. Aber wenn man es nicht weiß. Die Bibel hat hier eine wunderbare Regelung. Der Mann ist das Haupt der Ehe. Das ist gut. Und wenn es also die Ehe überschlägt und sie am Boden liegt, wisst ihr, wer zuerst ans Aufstehen denkt? Der Kopf, ist doch klar. Und deshalb ist es so, dass wenn eine Ehe am Boden liegt und niemand weiß mehr, wer angefangen hat, dann sagt der Mann, ich nehme alles auf mich. Ich trage für diese Ehe die Verantwortung. Und dann geht er nicht auf die Frau zu und sagt, ich habe den Eindruck, du hast begonnen, aber jetzt, weil ich Haupt bin, sage ich zuerst, es tut mir leid. Also nicht so. Sondern man sagt ganz klar, hör mal, ich trage hier in dieser Ehe die Verantwortung, ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Bei uns, ich mag noch gut erinnern, meine Frau und ich haben abgemacht, das war das erste Mal, als wir im gleichen Bett geschlafen haben, saßen wir noch so auf der Bettkante, haben uns die Hand gereicht. Hey, das war schön. Und dann haben wir einander damals versprochen und gesagt, wir werden nie einschlafen, ohne dass zwischen uns alles bereinigt ist.
Und dann haben wir uns verküsst und umarmt. So, das war schön. 3 Jahre später. Aber ich muss zu meinem Schutz sagen, die Frau hat begonnen, oder? Nur, dass ihr das wisst. Ich hätte mich sofort entschuldigt, oder? Es war 12 Uhr, ich konnte, oder? Wir Berner können, haben ja Geduld, wir können ja warten, oder? Es war 12 Uhr, wir haben beide tief geatmet nebeneinander. Ich hörte, wie Christine geatmet hat, ich auch tief. Und so um 12:30 habe ich gefragt, schläfst du? Ich habe doch gewusst, dass sie nicht schläft. Aber wir wussten nicht, wer zuerst sagt, es tut mir leid. Oder? Wir wussten es einfach nicht. Dann kam mir um 12:30 in den Sinn, ich bin ja eigentlich das Haupt der Ehe. Das hätte mir ja vorher in den Sinn kommen können, aber... Ich war so sicher, dass Christine schuld war. Also, und dann habe ich um 12:30 gesagt, es tut mir leid. Wisst ihr, schlaft nicht ein, ohne dass zwischen euch beiden alles bereinigt ist. Denn wie wollt ihr am nächsten Tag aufstehen? Eines muss ja früher aufs WC oder aufs Bad und so. Und ich könnte ja nicht guten Tag sagen. Ich könnte nur sagen, ich weiß auch nicht genau, was ihr sagen könnt. Also, ihr müsst doch die Dinge bereinigen. Bereinigt des Zeugs am Abend und dann könnt ihr am Morgen wieder ganz lieb guten Tag sagen. Bitte bereinigt diese Dinge. Jetzt gibt es einige, die sagen einfach, ach, das ist gar nicht so schlimm. Schwamm darüber. Irgendwie, das löst sich schon das Problem. Ich muss sagen, unbereinigte Dinge sind wie ein Stein zwischen mir und dem anderen Ehepartner. Nehmen wir mal an, in einem Jahr sind 10 Dinge unbereinigt. Das macht in 10 Jahren 100 unbereinigte Dinge. Das macht in 20 Jahren 200 unbereinigte Dinge. Das ist schon eine Mauer. Und einige vergessen dann auf Kopfhöhe ein Fenster einzubauen. Und deshalb müssen sie immer schreien miteinander, oder? Damit sie sich überhaupt noch verstehen. Es gibt endlich schreien nur noch miteinander. Auf Kopfhöhe haben sie das Fenster vergessen. Bitte reiß diese Mauer nieder. Heute. Und sag, ich entschuldige mich bei dem Ehepartner. Und bitte klagt ihn nicht ständig an. Sagt nicht, der ist ebenso. Ich habe ihm schon 1000 Mal gesagt, er hört immer noch nicht. Das ist kein Kind übrigens, der Ehepartner. Bei der Kindererziehung sagt man 1000 Mal das Gleiche sagen, aber bei dem Ehepartner nicht. Bitte vergebt ihm wieder alles. Und entschuldigt euch. Reißt diese Mauer nieder. Bitte, bitte, bitte. Es ist doch tief traurig, dass so viele Ehepaare mit einer Mauer zusammenleben. Und sich wie nicht mehr verstehen. Sich immer nur anklagen. Noch etwas, weil wir die Hilfe Gottes brauchen in unserer Ehe, ist es selbstverständlich und wichtig, dass wir beten zusammen. Beten zusammen. Ich habe Ehepartner kennengelernt, da hat sich ein Ehepartner bekehrt, der andere war noch nicht gläubig. Und ich habe gesagt, betet zusammen. Kam der gläubige Ehepartner zu mir und gesagt, was sollen wir denn beten? Dann habe ich gesagt, betet doch immer zusammen vor dem Einschlafen, das Unser Vater. Ich muss euch sagen, das hat sehr viel gebracht in diese Ehe. Dass sie vor dem Einschlafen das Unser Vater gebetet haben. Nun, wir sind ja gläubig und können frei beten. Und entscheidend wichtig ist jetzt, dass wir vielleicht am Morgen und am Abend als Ehepaar zusammen beten. Und wichtig ist, bevor wir zusammen beten, dass wir doch noch kurz über den Tag reden zusammen. Dass der Mann kurz sagt, was ihn heute begegnen wird, was ihn beschäftigen wird. Die Frau sagt kurz, was sie bewegt. Und dann können wir ganz fest füreinander beten. Bitte betet füreinander. Der Mann betet ganz tüchtig für seine Frau. Und die Frau betet ganz tüchtig für ihren Mann. Und dann betet man gemeinsam für die Kinder. Und dann betet man gemeinsam noch für die Eltern, wenn sie noch leben. Und gemeinsam betet man für die Gemeinde, die man besucht und sagt, Herr Jesus, segne diese Gemeinde. Sei heute bei den anderen Gläubigen in dieser Gemeinde. Bitte, betet zusammen. Und bevor ihr einschläft, bitte betet zusammen. Und darf ich noch bitten, das sagt der Mann, dass man zusammen betet und nicht die Frau. Es sind ja meistens die Frauen, die sagen, du, sollten wir nicht wieder einmal zusammen beten? Der Mann ist das Haupt. Er sagt, wir beten zusammen. Es ist tief traurig, wenn immer wieder die Frau religiös anstoßen muss. Eigentlich ist das Aufgabe des Mannes, dass der Mann sagt, jetzt beten wir zusammen. Und bitte, wenn die Frau betet, schläft nicht ein.
doch aber mühsam, dass die Frau am Schluss noch einen Box geben muss und sagt, bist du dran? Und man hat gar nichts gehört. Also bitte, wenn ihr zusammen betet, dann betet richtig zusammen und nicht so komisch. Wenn ich Leute in der Eheseelsorge habe, frage ich sie immer, wann habt ihr zum letzten Mal zusammen gebetet? Also wenn beide gläubig sind. Und ich habe Antworten bekommen, die haben mich tief erschüttert. Einige haben mir gesagt, wir wissen es nicht mehr. Habe gesagt, jetzt weiß ich, warum ihr da sitzt. Wir wissen es nicht mehr. Bitte betet am Morgen zusammen. Bitte betet am Abend zusammen. Bitte, bitte, bitte. Denn ihr braucht in eurer Ehe die Hilfe Gottes. Und wenn wir uns auf Gott ausrichten, wenn wir von ihm Hilfe erwarten, wird er unsere Ehe segnen. Und dann entsteht eine wohltuende Atmosphäre, in der sich die Frau zu dem entfalten kann, wozu sie Gott eigentlich gedacht hat. Und wo sich der Mann nicht irgendwie auf die Seite gedrängt fühlt, sondern wo er sich ebenfalls zu dem entfalten kann, wozu Gott ihn gedacht hat. Denken wir daran. Ihr entscheidet darüber, ob eure Ehe schön ist. Ihr braucht Jesus dazu. Gott möge euch helfen. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Ehe gestiftet hast. Du bist der, der uns zusammengeführt hat. Und schenk, dass wir unserem Ehepartner immer wieder neu zeigen können, dass wir ihn lieben, dass wir ihn mögen, dass wir ihn gern haben. Und schenk, dass wir auch den körperlichen Bereich nicht irgendwie vernachlässigen. Und vor allem, wenn wir aneinander schuldig geworden sind, hilf uns, dass wir uns entschuldigen können, dass wir uns vergeben können. Und hilf uns auch, dass wir ganz klare Ziele haben, dass wir etwas zusammen bewegen wollen in dieser Welt. Herr Jesus, hilf auch, dass wir das Gebet nicht vernachlässigen, sondern dass wir füreinander und miteinander beten. Und schenk, dass wir eine schöne, von dir gesegnete Ehe haben dürfen. Ich bitte dich auch noch einmal hier für diese Gemeinde. Segne sie, die einzelnen Brüder, und du weißt, dass sie einen Pastor wählen möchten. Wache auch hier darüber. Und ich bitte dich noch einmal für die STH. Lass doch die Akkreditierung gelingen. Wir legen es in deine Hände. Amen.